Hallo zusammen, ich freue mich auch heute hier zu sein und bedanke mich auch für die Einladung. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das technisch machen. Eigentlich sollte das... Ah, okay, jetzt geht's schon los. Okay, you can all see. Okay. Also ich mache es ganz kurz, weil ich ja jetzt den letzten Part habe. Es geht ja darum, in meinem Part darüber zu reden, wie das alles denn so weit kommen könnte, weil wir schreiben ja das Jahr 2017, dass sich eine Diktatur innerhalb von kürzester Zeit etabliert und vor allem, welche Rolle Deutschland in diesen Entwicklungen gespielt hat. We'll make it short, as it's the last presentation of this session for now. And we are going to talk about how a regime could happen nowadays in such a short time of period, and what relationship Germany has, or what main player, what's the relationship of Germany, and how what's Germany doing in response to this. Okay, also die deutsch-türkische Partnerschaft geht auf über 150 Jahre zurück. Also innerhalb dieser 150 Jahre gab es viele innenpolitische Krisen, es gab Militärputsche in der Türkei, es gab den Genozid an den Armeniern und trotz dieser Entwicklung hat sich die deutsch-türkische Kooperation, also die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, niemals an Kontinuität verloren. Germany and Turkey share a long history together. They went through 150 years of several issues as wars, as genocides, and wars again, but however they remained with their bilateral cooperations among those two countries. Die aktuelle sogenannte Krise zwischen den beiden Ländern hat eigentlich angefangen Ende 2015, als die Bundeskanzlerin Merkel in die Türkei gereist ist, um Erdogan zu besuchen im Oktober 2015. The crisis started when Angela Merkel, the Chancellor of Germany, traveled to Turkey. This was the main issue and the main event when all those crises started between the relationship between Turkey and Germany. Ja, innerhalb der letzten zwei Jahre gab es sowohl in den deutschen Medien als auch in den türkischen Medien und europaweit, auch vor allem hier in Deutschland, auch im Vorfeld der Bundestagswahlen, die Auseinandersetzung. Auf der einen Seite wird von Erdogan-Bashing oder von Türkei-Bashing gesprochen auf Seiten der türkischen Community hier in Deutschland, aber auf der anderen Seite gab es viele Vorfälle, also in unter anderem natürlich die Inhaftierung von Journalisten, von deutschen Staatsangehörigen in der Türkei, dann die Forderung nach Auftrittsverboten für türkische Politiker, hier für den türkischen Wahlkampf, aber auch das Verbot, Bundeswehrsoldaten in Incirlik zu besuchen. Auf der anderen Seite die Spionagevorfälle mit der Religionsanstalt DİTİB hier, aber auch zuletzt der Aufruf von Erdogan für die Bundestagswahlen, deutsche Parteien nicht zu wählen. Also das sind Einmischungen sowohl in den deutschen Wahlkampf als auch umgekehrt. Also diese Krise hält noch auch weiterhin an. So since the beginning, since end of 2015, several things happened between Germany and Turkey. First, there was a main disposition against Erdogan's regime, and there was like an Erdogan bashing, they called it here in Germany. Therefore, also journalists in Turkey got imprisoned. And on both sides, there were stage bans for Turkish ministers, as I mentioned, the Erdogan bashing. After like the membership negotiation, there were like some requirements and requirements from the Turkish government. There was even like a shortening in financial support in the in secret service, and Erdogan tried to influence the federal elections here in Germany with statements. Okay. Also man müsste ja meinen, dass durch die ganzen Auseinandersetzungen jetzt sowohl in den Medien in Deutschland, in den Mainstream-Medien als auch innerhalb der politischen Landschaft querbeet durch alle Parteien hindurch, ist eine Anti-Erdogan-Haltung da. Trotzdessen laufen aber insbesondere die Wirtschaftsinteressen, also es ist ja eines der zentralen Faktoren in diesen Beziehungen, in diesen bilateralen Beziehungen. Das kann man hier auch an der Grafik erkennen. Das hängt unter anderem auch mit der EU-Zollunion mit der Türkei zusammen, dass die wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Kooperation trotz dieser krisenhaften Zeit im Grunde genommen sich stabil entwickelt hat und sogar auch an Konjunktur gewonnen hat. Und Deutschland ist ja weiterhin Exportweltmeister und beliefert Waren in Höhe von 22 Milliarden an die Türkei. Und für Importwaren könnt ihr auch anhand der Grafik hier erkennen. Also die Türkei ist trotz dieser ganzen Auseinandersetzung ein wichtiger wirtschaftlicher Partner. Here on this graph you can see the relationships between Germany and Turkey and how the import and export works. Here you can see the history from 2006 to 2015. And however, ever since Turkey is a really high value partner for Germany in terms of economic growth, Germany is exporting around 22 billion euros of goods into Turkey. And there are still discussion negotiation how to extend the custom union of the from the European Union to extend it to Turkey. Während man halt in der internationalen Politik ja auch sobald, insbesondere Stichwort Sanktionen, wobei wir als Linke Wirtschaftssanktionen nicht befürworten, das ist ja etwas, was immer sehr schnell gefallen ist, gerade gegenüber Russland oder gegenüber anderen Ländern. Also die wirtschaftliche Entwicklung hat hier keinen Einfluss gehabt. Worauf ich aber insbesondere noch hinweisen möchte, sind die Rüstungsinteressen der Bundesregierung, die auch trotz auch jetzt 2016 und 2017 weitergeführt werden. Also es sind 6,8 Milliarden Euro ins Rüstungsgüter ins Ausland verkauft worden, unter anderem an Länder wie Saudi-Arabien, Katar, aber auch der Türkei. Allein für 2017 jetzt 25 Millionen Rüstungsgüter wurden genehmigt auf Seiten der Bundesregierung. Und da sind halt solche Konzerne bei, gerade auch aus Baden-Württemberg, wie Heckler & Koch oder auch die deutsche Rheinmetall AG, die jetzt zum Beispiel eine Panzerfabrik in der Türkei bauen möchte. Alright, the main important outline here is also the negotiation about the defense contractor and defense politics within Germany. And Germany has really high of goods in terms of defending. And they are, in 2016, they sold 6.8 billion euros and exported into even countries to Malaysia, Saudi Arabia and Qatar. And Turkey is, however, still a really high sales market for Germany. And in the beginning, since the beginning of 2017, 25 million euros of defense goods were confirmed. Important companies such as Heckler & Koch and Deutsche Rheinmetall AG are still trying and aiming to invest into Turkey. For example, the Deutsche Rheinmetall, they would like to build a Panzer. A tank company to build tanks in Germany and in Turkey. Okay. Also ihr wisst ja, also in den Beiträgen vorher, gerade diese Waffen sind gerade auch in den kurdischen Gebieten eingesetzt worden gegen die Zivilbevölkerung und auch innerhalb der ganzen Auseinandersetzung und spielen auch eine große Rolle in Syrien und auch in den ganzen Auseinandersetzungen in der gesamten Region sind deutsche Waffen oder insbesondere auch Waffen aus Deutschland mit involviert. Und da gab es dann auch vor einigen Zeit dann Vorfälle, wie dass deutsche Waffen in der Hand von IS gelandet sind. Okay, important also is to mention that German weapons were used in Kurdistan and in the area of Syria. And they German weapons played a main role in all those crises going on in Syria and especially in the IS and the IS. And however, we know that there are German weapons in the hand of the ISIS. Ja, also trotz dieser gesamten Entwicklung und diesen Spannungsverhältnissen herrscht eine Widersprüchlichkeit in der deutschen Politik. Zum einen geht es halt um diese scharfe Rhetorik gegen Erdogan und andersherum. Es wurden auch Ermittlungen gegen türkischen Geheimdienstler eingesetzt. Aber trotz dieser ganzen oberflächlichen Maßnahmen geht es letztendlich der Bundesregierung darum, die deutschen Kapitalinteressen weiterhin auszubauen und zu schützen, natürlich den EU-Binnenmarkt weiterzuentwickeln, gerade auch aufgrund der Vielfachkrise, die die Europäische Union im Moment auch durchlebt. Und dann ist natürlich diese gesamte Entwicklung in der
im Zuge der Migrationsbewegung und Ausbau der europäischen Sicherheitsarchitektur, also durch die sogenannte Flüchtlingskrise, wurden quasi die Außengrenzen der Europäischen Union eigentlich nach Griechenland und in die Türkei exportiert. Und es sind jetzt große Schutzmaßnahmen, also Ausbildungsprogramme mit nordafrikanischen Ländern oder halt auch dieser EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Das sind halt die gesamten Maßnahmen, wo die Bundesregierung eine zentrale Rolle gespielt hat und schlichtweg einfach Millionen von Geldern zur Flüchtlingsabwehr auch eingesetzt werden. Und hier spielt auch die Türkei eine zentrale Rolle für die sicherheitspolitischen Entwicklungen. Okay. The German government has really hot discussions about what to do against what to do, especially what happens in Germany, in Turkey. Especially is the really harsh rhetoric against Erdogan and the investigations in the secret service. However, Germany has still high interest in capital markets. And to increase and to maintain and to develop the union, the custom union, and the capital market, but however remain with a stable European security strategy and architecture. But what happened is, when the crisis started, all those boundaries of the custom on the European Union, like they extended outside to Greece and Italy and so on, Germany is trying to find a balance in it. Ja, dann geht es natürlich auch darum, um den Schutz der Gülen-Bewegung, der islamistischen Sekte hier in Deutschland, die als quasi liberale islamische Organisation aufgefasst wird und vom Seiten des BNDs weder als islamistisch noch als extremistisch eingestuft wird und auf Seiten von Erdogan ja verantwortlich gemacht wird für den gescheiterten Putschversuch. Okay. Also the German government also tries to protect the Gülen movement, which is a movement in Germany. And there are liberal and not right, and even Erdogan has Erdogan's Feinde. Sind Erdogan's Feinde. Okay, and Erdogan sees those Gülen movements as an enemy against the institution of Turkey. Okay. Ja, und die Kurdenpolitik der Bundesregierung hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Also letztendlich geht es auch in dieser Phase darum, dass die AKP-Politik gegen die kurdische und linke Opposition in der Türkei auch hier in Deutschland und in Europa fortgeführt wird. Das geht unter anderem darauf zurück, dass die Kurden hier oder kurdische Organisationen hier sehr stark kriminalisiert werden, Demonstrationsfreiheiten, Versammlungsrechte eingeschränkt werden. Und aufgrund des PKK-Verbotes seit 1993 ist die gesamte kurdische Community hier massiven Repressionen auch ausgesetzt. Derzeit sind über 20 kurdische und linke Aktivisten in deutschen Gefängnissen und jeweils verurteilt teilweise für 2, 3 oder 4 Jahre Gefängnis. Alright. There is the A. Just to mention, I'm not a professional, but I'm trying my best. Okay. So, I just mixed up German and English again, I'm so sorry. However, the AKP politics tries to remain a stable and supportive strategy for the Kurdish and the Link opposition in Germany. They try to decriminalize they are aiming at decriminalization of Kurdish oppositions in Germany. Since 1993, there is a PKK ban. And ever since, 20 Kurdish activists are still in German prisons and are sentenced for 2 to 4 years in prison. That's right. Yes. Und gerade jetzt auch vor kurzem, als die Bundesregierung wieder beschlossen hat, diesen Symbolverbot, also sind solche bescheuerten Sachen dabei, dass halt Öcalan-Bilder mit gelbem Hintergrund erlaubt sind, aber mit blauen nicht und so weiter. Also so teilweise blöde Restriktionen. Und diese Symbolverbote wurden jetzt ausgeweitet, auch auf die Symbole der PYD und der YPG, der kurdischen Parteien aus Syrien. Und die quasi auch den größten Widerstand gegen den IS
in Kobani, in Rojava, im Norden Syriens organisieren und geführt haben in den letzten Jahren und auch von den USA als Partner im Grunde genommen in der Region agieren, militärisch, aber hier in Deutschland dann als terroristisch eingestuft werden. Okay, and since March 2017, there is this extension of bans for symbols. So there are these laws and restrictions are like really weird from time to time because you can't really define it. For example, it is allowed to have like a yellow hit background, but it's not allowed to have a blue background. However, the YPG and PYD are Kurdish parties also in Syria. And which are the like the strongest parties and the strongest movements against the IS in those certain areas? And there are even partners there are cooperation with the United States. However, they are still seen as illegal and right here in Germany. Ja, und die Bundesregierung verfolgte in den letzten Jahren halt eine Politik, in der sie unterteilt halt zwischen guten und schlechten Kurden, unter anderem mit Waffenlieferungen und Ausbildungsprogrammen für die KDP, für die irakischen Kurden. Auf der anderen Seite die kurdische Bewegung der PKK und aus der Türkei wird sehr stark kriminalisiert. The federal government here in Germany still divides the Kurdish population in good and bad Kurdish, and this goes along with the supply of weapons. Okay, und wir als Linke, wir sind natürlich, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Solidarität gemacht, organisiert mit der kurdischen Bewegung, und wir fordern sowohl in unserem Wahlprogramm als auch jetzt im Bundestag keinerlei Waffen mehr an die Türkei zu exportieren, den Abzug der Bundeswehr aus der Türkei und die Beendigung des EU-Flüchtlingsdeals. Weil das Geld, was dort auch an die Flüchtlinge gezahlt werden soll, nicht bei den Menschen, bei den Geflüchteten ankommt. Und wir fordern auch die Einstellung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei unter diesen Bedingungen. Und es geht natürlich auch darum, keinerlei Gelder mehr an die Türkei zu zahlen unter diesen katastrophalen Entwicklungen. Hier wird von 4 Milliarden Euro gesprochen im Zeitraum von 2014 bis 2020, die an die Türkei gezahlt werden sollen. Und natürlich ist für uns auch wichtig, dass man das PKK-Verbot hier aufhebt und weiterhin auch Solidarität mit der HDP und mit der kurdischen Bewegung hier organisiert. Okay, the Linken, which is a left party in Germany, claim several points for the future and the ongoing negotiation with the Kurdish people. First, it will be a ban of weapon exports to Turkey. Second is like recalling the German military service from these certain areas, closing the European refugee deal with Turkey, to stop financial aids for membership negotiations, because especially in the between 2014 and 2020, Germany spent more than €4 billion, and this money is €4 million are not going directly to those who really in need. And it claims for the cancellation of the PKK ban, and supports and outlines a solidarity for the HDP and the opposition in Kurdistan. Okay. Thank you.